Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zum Link to the Past Random Mercer, wo wir heute diesen wunderbaren Dungeon trockenlegen mit noch mehr Blitzen. Ne, es war Feuer. Das passt ja sogar. Guck, also es ist schon adäquat, müsste man quasi schon beinahe sagen. Also, mal gucken, wie weit wir hier kommen. Ob wir hier drin vielleicht sogar noch die eine oder andere Truhe finden, die uns eventuell weiterbringt. Ich habe da so meine Zweifel. Den Dungeon hätte man übrigens auch ohne weiteres schaffen können, glaube ich, ohne den Enterhaken. So, guck, so läuft das. Also so kommt man da auch drüber, wenn man den Enterhaken nicht hat. Das ist zumindest auch nochmal geklärt. Also das wäre dann quasi so ein bisschen Sequence Break, aber... Also es hätte uns zumindest nicht davon abgehalten, hier hinzugehen. Dann hätte Fahrradkette. Währenddessen Wiz Ropes und alle werden sterben. Aber das gehört bei Wiz Ropes auch dazu. Fun Fact. Da unten hätte ich wahrscheinlich eigentlich ganz gerne, wobei mir eigentlich im Prinzip sowieso nichts bringt. Also, läuft. Wir gehen dann wohl mal einfach voran. Entschuldigung? Jetzt aber mal hier so ein bisschen Respekt vorm Alter, quasi. Oh, der Dungeon, ich habe so keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich habe so überhaupt keinen Plan, wo ich hin muss, aber den Typ hätten wir ganz gerne. So, guck, das war schon präzise, ne? Für meine Verhältnisse. Was kann ich... Oh, Moment, stopp, vielleicht haben wir die Stelle dann doch nicht ohne Enterhaken geschafft. Vielleicht haben wir diese Stelle eben nicht ohne Enterhaken geschafft, wobei mich das jetzt auch nicht sonderlich weit bringt ohne den Schlüssel, aber zumindest kann man ja sich dann quasi mal drüber unterhalten. Da wollen wir wahrscheinlich später dann noch hin. Diese Tür führt quasi ins Nichts, die hier oben drüber aus diesem Raum rausgeht. Das heißt, das können wir uns erstmal sparen. Das heißt, wir können erstmal hier oben gucken gehen. Ich meine, hier sind irgendwo auch unter Pöttenschlüssel. Das heißt, die werden wir jetzt mal alle brav hochheben. Wobei ich mir auch da nicht ganz sicher bin. Aber wir werden sehen. Diese paar Dungeons, ich glaube, da unter dem ist wahrscheinlich ein Schlüssel. Diese paar Dungeons, also ich sag mal so, die in der Light World, die kriege ich alle noch so gerade eben hin. Die ersten zwei, drei in der Dark World wahrscheinlich auch noch, aber danach geht es dann steil und rapide bergab. Ich dachte, die Dinger schießen nur, wenn ich meinen Stab raushole, aber scheinbar nicht. Ist hier unten irgendwas drin? Ich schätze nicht. Allerdings, oder hier? Wahrscheinlich bei beiden nicht. Da haben wir wahrscheinlich zwei Bomben verschwendet für absolut gar nichts. Danke, Nintendo. Mit mir kann man es ja machen, nicht wahr? Na, mal gucken, wie lange noch. Lass mich nämlich nicht mehr lange bieten. Dann sage ich ihm einfach so. Jetzt aber dann nicht mehr, Freundchen. So, wir gehen jetzt erstmal lieber hier rein, bevor wir da oben gucken gehen. Ist hier irgendwas? Hier ist die große Boss-Tür. Den Raum sollte ich mir demnach also quasi merken. Womöglich. Also sind die Dinger, dass die schießen, wenn man sein Schwert raus hat. Ja, die Dinger sind das, glaube ich. Ich glaube, die sind das. Es sind sehr, sehr freundliche kleine Herrschaften, im Gegensatz zu den Wiz-Ropes natürlich, die im Prinzip immer schießen und scheißen. Ja, und wie man dazu steht, das muss man dann halt selbst entscheiden, ne? Komme ich irgendwie rüber? Scheinbar nicht, danke. Aber dafür den Typ hier. Pass mal auf, wenn du schon mal hier bist, werden wir dich auch quasi eiskalt ausnutzen. Hier sind immer noch keine Schlüssel. Shit. Welche Türen habe ich denn nicht betreten? Komme ich hier irgendwie auf der anderen Seite von dem Zaun wieder hoch oder so? Ist das eine Möglichkeit? Ich weiß es. Ah, hier. Ja, hier waren wir noch nicht. Dann muss jetzt hier allerdings aber drin sein, ansonsten haben wir jetzt schon ein Problem. Ja, weit gekommen auch, ne? Also, ich meine, läuft. Links, rechts durch erstmal. Wir machen jetzt mal das Gegenteil von dem, was wir immer tun, gehen auch zuerst rechts. Ist denn hier eine Truhe drin oder so? Ah, doch. Mit noch mehr Schlüssel. Okay, aber wir haben schon mal zwei Schlüssel. Ich glaube, dieser Dungeon hat sogar recht viele Schlüssel. Ich bin dreiviertel tot, fällt mir gerade mal auf. Ich meine, dieser Dungeon hat sogar relativ viele Schlüssel. Das heißt, die werden wir alle ziemlich sicher noch brauchen. Hier ist noch eine große, das wusste ich jetzt sogar beinahe noch. Nein. Nein. Nein, du willst mich nicht. Geh weg. Ah, guck. Verschwinden die Dinger eigentlich irgendwann mal automatisch? Ich glaube schon, oder? Geh doch jetzt mal weg. Danke. Weißt du, du bist auch wie so ein Stalker. Gib nicht auf, bevor er endlich das hat, was er immer schon haben wollte. Mein Körper. So. Ist ja dann auch irgendwo nachvollziehbar. Also, bitteschön. Was geht hier so? Ich weiß nicht, können wir hier schon irgendwas anrichten? Ich bin mir nicht mehr... Ich kenne den Dungeon gar nicht mehr. Einigen wir uns einfach darauf. Die Truhe darf ich nicht vergessen. Nicht, dass irgendwas... Weil die vergesse ich eigentlich immer, wenn ich in diesem wunderschönen Haus bin. Komm, dafür riskiere ich sogar mal ein Herz. Sagt ja, und bekam eins zurück. Fantastisch! Guck, jetzt ist Profi. Ist hier irgendwas? Hier ist der Schalter. Und noch ein Schlüssel. Geh mal davon aus, dass es sinnvoll ist, den zu betätigen, ne? Wenn die den schon hier haben. Weil es waren ja viele von diesen Dingern im Weg. Gehen wir mal davon aus, dass das ein großer, großer Sinn hinter diesem Schalter ist, dass man ihn betätigt. Können wir mal aufhören, mich anzuschießen? Entschuldigung, ich fragte aufhören. Aber auch immer schön abwechseln. Weißt du, das ist wie so ein Geschwisterpaar, das sagt, so, jetzt triezen wir dich, jetzt hast du verloren, du Arschkrampe. Ist okay, komme ich mit klar. Das heißt, hier bin ich jetzt auf dieser Seite, bringt mich jetzt nicht unbedingt weiter.
Habe ich noch andere Türen vergessen oder übersehen? Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas war, aber wir gehen mal lieber gucken. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig gucken, Alter. Gerade in diesem wunderbaren Haus. Ich vermute mal, dass der auch, ich schätze mal, episodenfüllend sein wird, aber na, wir werden sehen. Wobei, so viele Verliese sind ja jetzt auch, glaube ich, gar nicht mehr übrig. Was haben wir noch? Das Wasserding haben wir noch. Und Turtle Rock haben wir noch, wofür wir allerdings auch immer noch den Eisstab brauchen. Also den müssen wir vorher zwingend finden. Hier links war ich noch nicht drin. Gut, dass ich nochmal gucken gegangen bin. Weil ich aus dem Stegreif auch absolut keine Ahnung habe, wohin das jetzt hier führt. Hallo. Das sind diese komischen Dinger, die Bomben kacken, ne? Ja. Warum sie das tun, ich habe keine verdammte Ahnung. Wahrscheinlich einfach nur schlechte Verdauung. Das passiert, wenn du zu viele Tacos isst. Dann ist es vorbei auch, ne? Also. Tschö. Ist das Schneckenmensch-Typ. Nee, ist okay. Moment, jetzt bin ich hier und kann den Schlüssel einsammeln. Hätte ja theoretisch jetzt auch was anderes sogar drin sein können. Gut, dass wir geguckt haben. Aber, weißt du, die böse Vorahnung, dass da eventuell noch irgendwas Wichtiges drin sein könnte, hat sie bestätigt. Und mit Vorahnung meine ich Wissen. So. Moment, der noch so geht, wir brauchen den großen Schlüssel noch. Wir brauchen jetzt mal nicht direkt den Schlüssel da wieder verschwinden, in der stehe ich wieder da. Ist hier, ach, da unten ist noch eine Tür, okay. Durchaus leicht verwundert gewesen, dass hier auf einmal gar nichts mehr war. Lieber auch hier einmal zu viel gucken, jetzt einmal zu wenig. Ach, ja, hier kommt, glaube ich, dieser ganze Kack mit diesem... Danke. Dieser ganze Kram mit diesem einen Raum, der da plötzlich dann irgendwie mit so Whizrobes drin und so. In einem Dungeon mit voller Whizrobes. Danke. Ein wahrer Profi. Ich sag ja, ach. Ja, danke. War ich mir nicht drüber bewusst, dass der existiert, aber... Muss ich dafür jetzt die Lampen anzünden oder muss ich den Kram jetzt hier ausharren? Oh, ich muss die Lampen anzünden. Ist hier irgendwas Tolles? Großer Schlüssel, wäre nett. Nee, die ist nicht so nett. Ist hier jetzt irgendwas, was ich gebrauche? Darf ich hier jetzt nicht durch? Hänge ich jetzt fest? Danke. War es eindeutig wert. Bitte mache ich jetzt keine Tür, die zu... Nein. Das muss jetzt sein. So, also. Einmal im Kreis gerannt, wegen absolut gar nichts, aber muss man manchmal machen. Manchmal verlangt das ein Spiel von dir und da muss er halt auch sagen, ja gut, fügen wir uns halt mal einfach, nicht? Also, ist halt mal... Warum stirbst du nicht? Kackendreist, weißt du, die Jugend von heute. Die Schnecken von heute sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ja. Das ist ja von einem alten Meister gesagt sein. Ja, den Raum meinte ich. Das heißt, hier müssen wir jetzt... Jetzt müssen wir kurz überlegen. Nein, ihr müsst nicht überlegen. Ihr seid definitiv unterlegen. Jetzt müssen wir... Wie machen wir das jetzt am besten? So. Da müssen wir jetzt, glaube ich... Genau, das in beiden Räumen machen. Nein. Warum habe ich das jetzt nicht getroffen? Was war das denn? Jetzt kommt wieder... Wahrscheinlich ist wieder... Du hast aber eindeutig gecheatet auch. Also, Hack, doof. So, da rechne ich jetzt. Felsenfest. Ich erwarte das jetzt. Also, da darf man mich dann jetzt auch nicht enttäuschen. Natürlich jetzt auch genauso gut die Funze nutzen können. Fällt mir gerade mal so ein, aber gut. Für was mache ich das jetzt eigentlich? Passiert jetzt irgendwas Tolles? Jetzt geht in dem anderen Raum geht jetzt die Wand weg. Ne, ja, so passiert das jetzt. Okay. Ich hoffe, da ist jetzt irgendwas. Ist da normalerweise der große Schlüssel? Ich hoffe. Es wäre schön, wenn der da jetzt auch drin ist, weil der fehlt noch. Und ohne großen Schlüssel keine große Truhe. Wir brauchen noch den Kompass und die große Schlüssel, dann haben wir auf jeden Fall alle Dungeon-Items. Ja. Natürlich gut möglich, dass auch noch der ein oder andere normale Schlüssel fehlt. Führt das Ding direkt zum... Ich dachte eigentlich, dass hier irgendeine Truhe drin ist. Führt mich das jetzt direkt zum Boss. Jetzt führt mich hier hin. Zum großen Schlüssel. Ja, das... Okay, von mir aus. Jetzt erstmal gucken, ich weiß gar nicht, wo der Raum jetzt war mit der großen Truhe nochmal. Hier ist auf jeden Fall die große Tür, aber hier fehlt wahrscheinlich noch einiges für, wenn mich alles täuscht. Man könnte natürlich jetzt mal kurz reingucken gehen. In der Hoffnung, irgendwas zu finden. Na, mal gucken. Wir gehen erstmal rein. Das führt mich hier hin. Okay. Warum das jetzt so ist, ich habe keine verdammte Ahnung. Aber man könnte jetzt hier wahrscheinlich direkt einfach weitergehen. Hier dann weiter zum Dingenskirchen gehen, zum Boss gehen. Das hätte ich mir für später aufheben sollen. Scheiße. Oh nein, das hätte ich mir für später aufheben sollen. Ich weiß, dass hier zumindest diese eine Truhe noch ist. Das möchten wir natürlich, und die große natürlich auch noch. Und dann, ja, die machen wir schon noch. Dann machen wir schon noch so rein sicherheitshalber. Wer weiß, was da alles drin ist. Ich glaube, die große Truhe, ich bin jetzt einfach nur einen Raum nach rechts gegangen. Ich glaube, die große Truhe war hier oben irgendwo, oder? Jetzt hier links in dem Raum, meine ich, hoffe ich.
Oder habe ich das... ist sie hier? Da ist die ich habe immer Probleme, diese eine Truhe da zu finden. Das habe ich nie so wirklich verstanden, wie ich da hinkomme. Aber... sehe ich mir das an oder war ich gerade in diesem Raum schon? Oh Moment, die Truhe habe ich komplett vergessen scheinbar. Ja, tink dich auch, Alter. Aber war das hier? Moment, war das hier? Kann das sein, dass hier war, in diesem, hinter diesem wunderbaren Ding? Es wird auf jeden Fall wichtig, sagen wir mal so. Ja, hier ist es. Nein. Es hat dieses Verlies sogar schon zwei Items. Und die einzigen beiden, die ich bekomme, sind rote Rubine und scheiß Bombenerweiterung. Sehr gut. Ich komme jetzt zu dem einen Ding auf der Brücke. Da ist dann wahrscheinlich jetzt der Kompass drin. Ach, das kann ich einfach aufschieben hier. Ich dachte, da komme ich nur von oben rein. Das erklärt dann auch, warum ich da so selten hingehe. Und das führt dann jetzt zu dieser scheiß Truhe hier. Du liebe Zeit. Ach, du liebe Zeit. Was haben wir jetzt hier Schönes? Natürlich ein Schlüssel. Das heißt, ich kriege vom Boss, es sei denn, ich noch irgendwo eine andere Truhe rum, den dummen Kompass. Das hat sich ja sehr gelohnt. Also, schreiten wir voran. Diese wunderbare Brücke lang. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen und oder vergessen, sondern wir können einfach voranschreiten. Es geht hier unten noch dunkel weiter. Sind hier noch Truhen? Es ist durchaus möglich, dass hier noch Truhen sind. Da brauchen wir auf jeden Fall noch einen Schlüssel für. Das heißt, den müssen wir wahrscheinlich auch noch irgendwo finden. Ah, ne, ich hab den Stab jetzt. Oh, Gott sei Dank. Oh nein, dieser Schock. Oh nein, dieser Schock. Aber wo finde ich... Ach, ich hab einen Schlüssel. Moment, ich habe ja gerade einen aus der Truhe bekommen. Stimmt, ich erinnere mich. Ist jetzt hier irgendwas... das sind jetzt nur Rupees. Dafür habe ich jetzt einen Schlüssel verbraten. Ja, danke, Spiel. Vielen lieben Dank für alles, was du für mich tust. Gott sei Dank, dieses wunderbare Ding hier das erste Mal nutzen. Den Somaria-Stab. Oder ist das der Burner-Stab? Ich habe keine verdammte Ahnung. Also einer von den beiden jedenfalls. Und dann... Entschuldigung? Also jetzt wären wir aber sehr pingelig. Das ist aber jetzt nicht unbedingt das, was ich mir von meinem heutigen Tag in Zelda erhofft habe. Also... läuft dann. Mehr oder weniger. Warum sind die eigentlich alle hier immer so zusammen? Können die nicht mal irgendwie einzeln kommen? Warten Sie bitte im Entschuldigung. Sag mal. Ist gut jetzt, Alter. So. Ey. Also irgendwo ist dann jetzt wirklich auch mal Feierabend, Freundchen. Also das geht ja so gar nicht. Können die von irgendwas schieben? Ich hoffe nicht. Sehen da irgendwas? Ich glaube auch nicht. Also schreien wir voran. Ich hätte dann jetzt gerne so einen Magie-Auffüllapparatus. Das wäre extrem fantastisch. Aber irgendwie schwant mir ganz, ganz böse das in dem Sinne, dass ich wahrscheinlich nie wieder irgendwas davon bekommen werde in diese Richtung. Entschuldigung? Nein. Ja, welche tolle Verfolgungsjagd. Das war fantastisch. Ich fühlte mich sehr, sehr wohl. Hatte schon beinahe was von GTA gehabt, aber nur beinahe. Hier oben ist, glaube ich, noch irgendwas. Allerdings... nein. Du dummes, dreckiges, verficktes... jetzt muss ich... nein! Meine letzte Magie für den Penner aufgewandt. So, darf ich jetzt hier hin? Ist jetzt irgendwas Brauchbares, irgendwas, was irgendwen interessiert? Moment, hier ist ein Bomben-Dingsbums. Ich meine, dass hier sogar was ist hinter. Allerdings bin ich mir nicht mehr sicher. Da ist was hinter. Ist natürlich jetzt die Frage, ob das wichtig und relevant ist. Scheinbar nicht. Danke. Ich habe eh keine Magie mehr. Du kannst dann jetzt gerne gehen. Es sind schon viele Rupees in dem Dungeon hier. Wäre interessant eigentlich. Das wäre dann im normalen Spiel auch schon recht spät. Wahrscheinlich dann einfach nur, um die Dingens da aufzufüllen, ne? Muss ich jetzt einmal komplett rumgehen? Muss ich den aktivieren? Ich gehe mal davon aus, dass ich den jetzt aktivieren muss, ne? Ansonsten wäre der ja wahrscheinlich nicht hier. Würde ich jetzt zumindest mal einfach vermuten. Wenn ich jetzt falsch vermute und die den einfach nur hier hingebaut haben, um die ans Bein zu pissen, dann werde ich quasi, weißt du, zum Anchorman bei der ARD. Das war schon, also man muss manchmal auch überraschend sein, ja? Man muss ja, weißt du, die Leute müssen ja die unexpecten. Und dann läuft er. Hier ist jetzt, glaube ich, noch eins weiter hinter. Kann ich die von hier aus umbringen? Wäre schön. Kann ich nicht. Überhaupt keine Magie mehr habe. Ich hoffe nur, dass ich die für den Boss nicht brauche. Ich muss den Arschkrampen jetzt im Prinzip einfach nur ausweichen, ja. Und vom Boss kriege ich jetzt erneut diesen gottverdammten Kompass. Oder habe ich den schon eingesammelt? Ich habe es vergessen? Nee, habe ich nicht. Schade. Man kann ja mal hoffen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich hier mal irgendwann gestorben bin. Deswegen den kompletten Dungeon nochmal spielen musste, weil ich hier krepiert bin an dem Wichser hier oder so. Ich kann mich düster daran erinnern. Geh sie weg. Danke. Das muss so nicht sein. Hör doch mal auf, hier regnet es immer nur Kaka. Eure sanitären Anlagen sind auch nicht mehr das, was zu erwarten. Lass mich gehen. Weißt du, ich mich darum überhaupt kümmern muss, wie deren sanitäre Anlagen funktionieren. Das ist ja irgendwie, weißt du, ist ja nicht meine Aufgabe. Ich bin Gast hier. Ja? Also, läuft halt nicht mehr. Andere Seiten werden aufgezogen. Finden wir den Wichser nochmal tot? Ich kann mich daran erinnern, dass ich den mit dem normalen Schwert damals besiegen musste, ne?
Das waren tolle Zeiten. Also müssen wir jetzt. Eigentlich müsste das jetzt normalerweise mit der Waffe. Ja, ja, mit der Waffe relativ gut funktionieren. Weil normalerweise. Oh, ich dachte jetzt gerade, es wäre ein One-Hit. Ja, ein. Shit. Ein One-Hit gewesen. Und ich habe keine. Keine Healing-Items, ne? Muss drauf achten, wenn das Auge da rauskommt. Das hab ich schon wieder ganz vergessen. Ich werde das nicht auf Anhieb schaffen, habe ich das Gefühl. Munkelt man. Nein. Nein. Nee, nicht. Nein. Oh, bitteschön. Okay. Auf ein neues. Diesmal with a little more feeling. Ich glaube, ich muss den Typen so. Der kommt jetzt raus, ne? Der kommt jetzt raus mit seinen vier Resteiern da und dann hat sich das mit dem ganz schnell erledigt. Ja, das ist okay so. Das ist auf jeden Fall einer meiner Herzensdungeons. Also, das steht wohl fest. Den werde ich auf ewig in Ehren halten. Danke für den Kompass. Ich hasse dich, du dummes Arschding-Typ. Die Pfütze da sieht übrigens aus wie so ein Munitionsaufladungsapparatus aus Mega Man. Für die Leute, die das interessiert, also so sehen die aus. Bildungsauftrag, das wissen die meisten bestimmt noch nicht. Man muss nur genug dran glauben, dass man was Gutes tut und dann tut man auch irgendwann was Gutes. So funktioniert das. So funktioniert das. Die Frage ist jetzt, was machen wir als nächstes? Wir haben noch tatsächlich nur noch diese beiden Dungeons fertig. Das Masterschwert können wir noch holen, wenn wir das dritte Amulett haben. Das Problem ist nur, wir kriegen das dritte Amulett nur, wenn wir auch irgendwann den Eisstab gefunden haben. Das heißt ja im Prinzip heißt es, dass wir jetzt am besten dann doch erstmal den Wasser-Dungeon machen werden. Wahrscheinlich landen jetzt wieder irgendwo, wo ich nicht hin... es geht noch. dass wir jetzt erstmal den Wasser-Dungeon dann als nächstes machen. Kann mich daran erinnern, dass ich da den einen Schlüssel eingesammelt habe, von dem ich gesagt habe, dass ich sowieso vergessen werde, dass ich ihn eingesammelt habe, aber dem ist nicht so. Das heißt, dass wir, ja, das machen wir wahrscheinlich jetzt als nächstes. In der Hoffnung, dass wir da den Eisstab drin finden. Wenn ja, ist alles gut. Wenn nicht, dann müssen wir den irgendwo in dieser weiten Welt noch irgendwie finden. Das ist jetzt dann das, was wir machen. Und dann sind das die letzten beiden Dungeons. Und dann sind wir durch. Ja, ja, dann fehlt noch, Ganon's Tower. Also das Ding oben rechts dann, dieses wunderbare Ding. Und dann... Was genau tue ich hier gerade? Jetzt dann also können wir voranschreiten und dieses wunderbare Ding betreten. Dem Ort zurückgehen, bis zu dem wir schon mal waren. Dann da in der nächsten Episode wunderbar ansetzen mit der Hoffnung auf das eine Item, das wir brauchen. Das eine Item, das wir brauchen. Wahrscheinlich finden wir dann jetzt in diesem Dungeon alleine drei Flaschen. Das ist meine Prophezeiung. Hier drunter war der eine Schlüssel, den ich eingesammelt habe. Das heißt... Jetzt können wir hier einfach durch. Gut. Und hier ist dann jetzt... Ist hier schon der große Raum? Hier ist noch nicht der große Raum. Aber den werden wir noch betreten. Ich glaube, da sind noch ein, zwei Truhen in der Nähe, wenn mich alles täuscht. In der Hoffnung, dass da irgendwie das ein oder andere noch mit ginge. Ich glaube, hier liegt noch irgendwo... Hier liegt einfach ein Schlüssel, ne? Hier liegt einfach ein Schlüssel drunter. Und dann... Boah, hoffen, dass wir in dem Dungeon hier nichts irgendwie übersehen. Zumindest nichts Wichtiges. Aber es muss ja eigentlich wirklich... Also irgendwo muss ja quasi noch was fehlen. Also, wobei wir in der Dark World auch relativ wenige Truhen, glaube ich, in der Overworld allgemein eingesammelt haben, oder? Also ich meine, das waren jetzt nicht so viele, glaube ich. Ist da irgendwas hinter? Ich hoffe, dass hier irgendwas hinter ist, aber auf der anderen Seite haben wir hier ja auch schon ein Item draus bekommen. Damals, das nicht den Dungeon-Items entsprach. Das heißt, im Grunde genommen davon auszugehen, dass man jetzt noch irgendwas findet, wäre ja schon fast... ein bisschen viel verlangt. Also gehen wir mal davon aus, dass wir nichts finden werden, aber... Ja, werden wir dann quasi, weißt du... in aller Seelenruhe ab der nächsten Episode und so werden wir das dann rausfinden. Meine Damen und Herren, bis dahin bitte Like-Button kaputt! Psch, psch. Kloppen in den Kommentaren, gucken wir denn jetzt mal, was, wo denn das eine Item noch ist, das uns fehlt. Also wenn es in diesem Dungeon ist, brauchen wir langsam wirklich mal Ideen. Weil das wird dann langsam eng. Ansonsten könnte man auch noch gucken, dass man Turtle Rock wirklich erstmal angeht. Bis zum Boss gucken in der Hoffnung, weil da sind ja auch noch zwei, drei Truhen drin. Dass der zufällig da sogar drin ist. Kann man dann auch noch machen. Meine Damen und Herren, vielen lieben Dank, dass du da warst, du offiziell winkenderweise wie immer. Bis zum nächsten Video. Ja, liebe Leute. Tschüss.